Hallo und herzlich willkommen bei Die Taster. Wir sind eingeladen von Silberhausen. Husen bitte? Husen, entschuldigung. Ja, das ist eigentlich nicht so ein. Im Vorhinein Silberhusen. Der hier korrigiert, ist der Big Boss. Jawohl. Hallo, ich bin der Jens, grüßt euch und freue mich heute hier bei euch zu sein. Bei dir zu sein. Bei uns auf dem Channel zu sein. Genau. Bei euch auf dem Channel zu sein, und ganz wir genau. Wir haben hier die deutsche Whisky-Expertise bei uns, einmal den Destillenbesitzer von Silberhusen, jetzt habe ich es richtig gesagt, jawohl. Und natürlich den Bourbon Pubs Whisky Jason. Ich glaube, es gibt keinen Whisky-Experten, der ihn nicht kennt oder seinen Channel nicht kennt, und deswegen freuen wir uns auch, dass er hier ist. Dennis von Wien und Whisky und ich, Thorsten von Die Taster. Und wir haben jetzt was im Glas, was Dennis ausgedrückt hat. Ja, und zwar die Distillery Edition in Fassstärke. 57,4%. Also recht ordentlich. Riechen tut er schon mal echt ne? Gut. Also, ich hab ein schönes Honigbouquet mit Vollkornsohn. Mhm. Vanille? Ja. Kennst du die Fassaufteilung, das Video gelagert hat? Das kann ich dir bei dieser jetzt wirklich nicht mal genau sagen. Okay. Das müssen wir echt tatsächlich nachgucken. Oder wir holen den Marco gleich noch dazu. Ja. Der hat nämlich gebaut. Okay. Ja, sehr gut. Aber ging wahrscheinlich auch wieder im Eichenfass los. Ja, dann, natürlich auch wieder im Virgin Oak dabei. Es ist definitiv hundertprozentig auch ein Bourbon Barrel dabei. Mhm. Aber die genaue Nummer können wir gleich nochmal nachfragen. Ja. Jason, du hattest den ja schon im Glas heute und hast gesagt... Schau mal meine Farbe an. Ja, du hast gleich gesagt, der verträgt ein bisschen Wasser für dich. Ja, ich habe ihn runterverdünnt auf unter 50%, und so finde ich den sehr, sehr, sehr lecker. Ja. Und was macht er damit hier? Der wird fruchtiger, wird süßer, wird süffiger, wird weicher, wird einfach damit leckerer. Okay. Sehr schön, dann würde ich vorschlagen, wir probieren in der Kürze. Weiß jemand das Alter? Der ist 5 Jahre. Fünf Jahre. Ja. Mhm. Vorzüglich. Mhm. Wir hatten es gerade schon, also klar, natürlich, man hat so ein bisschen diese Pfeffernote. Mhm. An der Seite. Genau. Trotzdem die Vanille und auch dieses Honig kommt richtig gut durch. Mhm. Ich habe eine Birne und auch das Vollkorn, was ich gerochen habe, bleibt auch da. Mhm. Mhm. Ja. Ich mit. Und für mich auch nach wie vor immer Vanille. Ja. Mhm. Ne? Starke Vanilleanteile, ne? Und ich finde, der kommt. Holz lässt grüßen, ja? Aber der rollt schön auf die Zunge und entwickelt sich dann richtig explosionsartig und verschwindet aber auch nicht komplett wieder, sondern er bleibt auch gut lange an. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Distille aufzunehmen? Ja, die Distille ist ja im Jahr 2005 entstanden in Südafrika mit meinem heute mit besten Freund, der lebt da unten und seit 2003, und der hat immer was mit Alkohol zu tun gehabt. Entweder hat er es selber gebaut oder auch nur verkauft. Okay. Im großen Stil, im kleineren Stil, verschiedene Weinläden, alte damalige Kasernen beliefert, wo die damalige DDR rüberkam zur Bundesrepublik und so weiter. Also wirklich ein erfahrener Mensch in der Richtung. Mhm. Und so da sind die Gedanken immer weiter entstanden, dass wir uns mal oder dass ich mir sowas aufbauen könnte oder vorstellen könnte, und sind dann auch in Südafrika 2008 gestartet damit. Die Distille gibt es auch noch? Ja, die gibt es auch noch. Die ist auch in Aktion. Okay. Allerdings benutzt heute der Franz Josef die, und weil für mich ist es einfach zu weit weg und finde einfach auch keine Zeit mehr dafür und haben dann gesagt, ja, dann macht er das da hinten. Und ich bleibe hier. Du machst es hier. In meiner Heimat. Okay. Ganz wann habt ihr angefangen damit? 2008 war es in Südafrika, 2009 dann hier 12 Kilometer entfernt, in einem kleinen Ort namens Vestrup. War ein wunderschönes altes Gebäude aus 1880 bis über mehrere Etappen. Das war direkt die Story mit dem Gym. Kirche gelegen. Ja. Ne? Und da sind wir dann angefangen, haben dann aber auch festgestellt, dass das unser Ding ist, einen Whisky zu produzieren. Fassreifung und alles, was da dran hängt, und haben dann entschlossen, einen größeren Schritt zu machen, und der ist dann hier gewesen. Und das war im Jahr 2013, haben wir das Gebäude entdeckt, und dann haben wir relativ schnell das Ganze umgesetzt, umgebaut, die Sache hier, das war eine bestehende Halle. Ja. Und sind dann am Ende, 14.11.2014 gestanden. Okay. Das ist recht interessant, gerade das alte Gebäude, das war das mit dem Gin, ne? Nein, das war das nicht mit dem Gin. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Das war das in Pächter.
Und okay. Das war das in Vechta. Und aus Vechta kommt die Rezeptur für den Gin. Genau. Das war 1832, okay. 31 so ganz grob. Ah, okay. Und dieses Brennbuch wurde wiedergefunden auf einem Flohmarkt in Frankfurt. Ah, wir hatten den Gin vorhin ja im Ginraum vor der Brennblase für den Gin schon im Glas. Und jetzt haben wir die Story dazu. Genau, vollständig. Genau. Jason, du als Amerikaner und Bourbon-Trinker und Bourbon-Liebhaber, so wie ich dich auch kenne. Und Irish-Liebe. Irish-Liebe und so. Hauptsache, die rauche ich und so, ne? Klar. Was macht dieser deutsche Whisky mit dir? Schmeckt nach Meer. Das ist deutscher Whisky. Ja, genau, also es ist echt total lecker hier. Aber mein hat ein bisschen mehr Wasser dazu bekommen und ist sehr, sehr einfach rund und ist wirklich ein toller Nachklang. Dann da diese Honig, diese beerige Früchte sind da drin, diese Vanille und so weiter. Und es ist sehr gut gemacht. Ich glaube, wenn ich das hier zu jemandem eine Hand drücke und sage, wo kommt das her? Ich könnte mir vorstellen, jemand sagt Speyside, und das wäre einfach ein, glaube ich, auch ein Lob in diese Richtung. Ja, also, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Sehr schön. Freut uns zu hören. Hören wir gerne. Finde ich jetzt auch. Wir hatten den Peated, den Unpeated mit 4 und 5 Jahren jeweils. Ich finde, der ist jetzt noch mal einen Schritt komplexer als davor. Ja. Beim ersten fand ich den Geruch super. Beim Unpeated fand ich den Geschmack ein bisschen besser. Mhm. Und der vereint so beides. Ja, definitiv. Also, super Produkt. Und wie gesagt, hier kriegt ihr 07er Flaschen drüber. Ja. Da sind die ja, glaube ich, auch stolz drauf, habe ich schon rausgehört. Ja. Und da wollen wir auch bleiben. Ne? Wir sind damit angefangen, mit Absicht auch angefangen, dass wir sagen, wir gehen nicht in die 0,5 Liter Geschichte, sondern der Markt, der soll auch ein bisschen was davon haben. Hm. Wenn man in der Runde sitzt und mit einer 0,5 Liter Flasche, kommt man nicht wirklich weit. Also heute sind wir ungefähr 25 Blogger hier. Ihr habt die Eröffnung gefeiert damals, wo ihr den ersten Whisky dann auf den Markt gebracht habt. Ja. Wie viele Leute waren damals da? Wir haben hier Eröffnung gefeiert, wo wir noch gar kein Whisky hatten. Ja, genau. Da waren wir gerade angefangen zu destillieren und da waren hier so 2.500 Besucher damaliger Zeit und da war eine ganz tolle Veranstaltung. Ja. Reden wir heute noch von, da vorne steht der Christian, das ist ein Kumpel von mir. Der hier freiwillig arbeitet. Ja, freiwillig arbeitet so ein bisschen. Ne? Und wir öfter mal ein bisschen tasten und auch ein bisschen rumprobieren und so weiter. Ich meine, 2.500 Leute, es ist jetzt nicht die Riesenbrennerei. Ja. Die muss man hier auch unterkriegen. Ne? Aber wir haben Outdoor gefeiert, wir haben Indoor gefeiert, wir haben auch Wiesen gefeiert, wir hatten sämtliche, wie ob wir Hüpfburgen hatten oder Pferderennen oder ganz leicht was. Wir hatten da vorne Catering für Steaks, wir hatten eine Bühne hier, einen Kaffeeladen hatten wir dabei mit frisch gemachten Berlinern etc. pp. Und ganz wir wichtig. Hatten tatsächlich das ganze Programm. Ja. Und was damals der absolute Hammer war, das muss ich euch einfach mal erzählen, weil das vergessen wir bis heute nicht. Es war am Regnen, 100 Meter nach rechts, nach links, nach hinten und nach vorne. Die Leute kamen hier klitschnass an auf dem Fahrrad. Steigen ab und hier war Sonnenschein. Das ist Tatsache. Ihr habt euch für ein interessantes Logo entschieden, das kommt von deinem Sternzeichen. Yes, ganz genau richtig. Das kommt von deinem Sternzeichen. Ich bin hier, ne? Ja. 12.05. hat er Geburtstag. Ja. Und wir haben dann gesagt, wir machen den Stier nicht so, wie er immer so gemacht wird, sondern ein bisschen klassisch. Weil moderne Destille, junge Leute dahinter, junge Typen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen das ein bisschen auf modernen Wege. Ne? Wird aber trotzdem, also es wird modern, aber trotzdem irgendwo eine Verbindung zu dem historischen Getränk, was wir im Glas hatten. Also es schlägt schon eine gute Brücke, finde ich. Ja. Wo wollt ihr hin? Wie viel produziert ihr? Was ist euer Ziel? Also da wir jetzt durch Corona die letzten 2 Jahre leider sehr, sehr wenig produziert haben, wir können im Jahr hier produzieren um die 100.000 Liter. Ob wir das wollen, ob wir das machen, das hängt davon ab, was in Zukunft passiert oder nicht passiert. Liegt natürlich auch ein bisschen am Finanziellen, ist ganz klar. Und Corona hat mich persönlich ziemlich geschädigt, wo das halt im Moment einfach nicht ohne Ende geht. Aber wir werden weitermachen, wenn wir unsere Geschichte, was ich euch erzählt habe, umgebaut haben. Und dann wird es weitergehen, auch wenn es jetzt klein ist. Aber es wird weiter. Ja. Dennis, hast du noch was? Von meiner Seite aus vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Danke, dass wir dich vor die Kamera gekriegt haben, auch wenn du etwas kamerascheu bist. Es freut mich sehr, hier zu sein. Und wie gesagt, also ich finde das Logo auch mega cool. Ich habe es jetzt schon 3-mal oder so in die Kamera gehalten, aber es ist super cool. Ja.
Lisa, Jason, schön, dass ihr da seid. Jason, hast du noch was? Man kann auch vorbeikommen und auch diese Brennerei besuchen. Also www.theleberhusen.com. Komm. Genau. Also toller Tastingraum, sieht aus wie das Innere von einem Fass, wenn man da sitzt. Tolles Erlebnis. Die Führung auch, ich fand das Fasslager toll. Ja, super cool. Es macht Spaß. Der Whisky, tolle Mitarbeiter. Ja, tolle Mitarbeiter. Der Whisky schmeckt gut. Ja. Ja. Je nach Geschmack natürlich, das muss man dazu sagen, haben wir auch schon drüber diskutiert. Dem einen schmeckt es, dem anderen nicht. Mir schmeckt der gut. Und ich würde euch empfehlen, kommt mal her, schaut euch das an oder bestellt auf der Homepage. Top. Genau. Ganz genau. Und mein Tipp, Rye Single Barrel Cask Strength. Yummy. Yep. Den haben wir nachher im Glas. Ganz genau. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Tschüss.